Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lahn und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal wieder den Great Vault angucken. Und zwar habe ich wieder zwei Chars, wo wir das machen wollen. Einmal hier mein Main und dann habe ich noch einen weiteren Druid, und zwar mein Horden-Char, mit dem ich so ein bisschen im RBG unterwegs bin. Gut, als erstes würde ich sagen den Main. Mittlerweile sieht das Gear schon halbwegs gut aus und ich bin gerade so am Überlegen, was jetzt so das Beste wäre, was ich aus dem Vault rausziehen könnte. Und ja, ich habe hier noch den Ring an vom Kobold-Konvent. Der macht ehrlich gesagt ziemlich guten Schaden. Vor allem bei mir als Tank macht der ziemlich guten Schaden im Verhältnis zu meinem allgemeinen Damage. Aber wenn ich da jetzt natürlich einen, weiß ich nicht, 4-18er Ring rauskriegen würde mit Versa und vielleicht dann noch Tempo, so wie etwa der Ring, dann würde ich den, denke ich, mal austauschen. Oder ich würde mir, ich habe nochmal einen Funken die Woche her gekriegt, dann was craften, wenn ich an einen anderen Slot was kriege. Einen Tierteil würde ich jetzt auch nicht unbedingt nein sagen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was wir rausziehen. Ich stelle mal auf Wildheit ein, denn ich würde gerne ein DD-Trinket rausziehen, ein gutes. Schauen wir mal. Also, ich habe zwei Slots aufgefüllt. Und zwar war ich insgesamt 4 Keys. Und ich war im LFR, um diesen Hals zu kriegen. Dann können wir jetzt gucken. Also der Hals ist schon mal nicht dabei. Hier wäre eine T-Brust, aber die haben wir ja schon auf 4,15. Dann haben wir hier Schultern versus Tempo. Ha. Ha. Die wären ja nicht schlecht, tatsächlich. Und was haben wir hier? Wir haben hier Hände. Die sind schon Tierbonus. Ja gut, es hilft leider nichts. Ich muss wohl oder übel die Hände nehmen. Fällt halt schon mal ein Ding raus. Also im Endeffekt will ich ja beide, sowohl Schultern als auch die Hände, im Tierset haben. Aber wenn das hier Set hat, dann ist das ein No-Brainer, ne? Dann nehmen wir die, die haben Versa Tempo, Bistats. Das sind jetzt einmal die Hände. Und die hätten auch Bistats, aber halt ohne Tierset, also... Dann bleiben wir hier einmal bei den Händen und wir bekommen wieder einen 18er Key. Und dann werde ich mal gucken, dass wir diese Woche vielleicht den hochspielen, dass wir mal vielleicht mal Richtung 20 kommen, ne? Mal gucken. So, also, Hände sind eingetütet. Dann tauschen wir die einmal aus. Wo haben wir's? Dann hätten wir drei Teile und ich könnte sogar, wenn ich das hier anlege, dann hätte ich sogar einen 4er-Set-Bonus. Wäre nicht schlecht. Das Ding ist, ich habe aber ja den Katalysator... kann ich mir jetzt freischalten, da bin ich ja jetzt gerade noch dran und dann werde ich mir relativ sicher einfach den Kopf hier nehmen und den umwandeln, dann muss ich nicht mal mit dem Item-Level runtergehen. Heißt, ich könnte jetzt meinen Funken, den ich noch rumliegen habe, benutzen, um quasi mir einfach einen Ring zu craften und den halt dann auch zumindest auf 405 zu bauen, ne? Ich habe hier noch einige, weil ich immer ein bisschen lower im Plus gelaufen bin, noch rumliegen für ein 4,5er Item. Oder ich fahre mir einfach gleich nochmal 6 von den Teilen für einen 4,18er. Das könnte ich natürlich auch machen. Muss ich mal überlegen. Vielleicht gehe ich die Woche dann auch 6 Keys. Aktuell scheue ich es ein bisschen, weil die Druid hat ja jetzt einen komplett neuen Skillbaum. Der ist komplett umgeworfen worden. Und bisschen backen da einige Sachen rum, deswegen, naja, muss ich mal schauen, wann ich im Plus laufe. Gut, aber das war jetzt eigentlich schon auf jeden Fall ein gutes Upgrade. Dann gucken wir auf einen anderen Char noch rüber, und zwar, hier ist mein Horden PvP-Char. Und bei dem haben wir ja das ganze PvP-Gear hier, wie ihr seht. Also das scaled ja alles schön hoch auf 4,24 bzw. 4,21. Deswegen sieht das hier schlimmer aus, als es ist. Da hatten wir das letzte Mal die Waffe gekriegt, absolutes Biss-Ding. Und jetzt habe ich noch zwei blaue Slots, und zwar einmal die Brust und einmal die Schultern. Eigentlich hätte ich nur noch die Schultern, nur noch die Brust, wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Und zwar habe ich mir hier für dieses Set, was man für diese Blutmünzen kaufen kann und dann upgraden kann mit den Trophäen, wollte ich mir die Schultern kaufen. Dachte, das ist das Schultersymbol und habe mir versehentlich die Hände gekauft, die ich schon von dem normalen PvP-Gear habe, was ein bisschen dumm war. Aber gut, ich sag mal so, zwei Slots sind jetzt noch, so nach und nach kriege ich es eh zusammen. Gut, ich würde sagen, jetzt gucken wir hier mal rein. Mal gucken, ob wir Glück haben und Schultern oder die Brust kriegen. sogar T-Bonus. Ich habe schon unverschämtes Glück, muss man sagen, bei zwei Slots... Sehr schön. Aber die Brust hat keinen Versa drauf, sehe ich gerade.
Das ist natürlich blöd, aber das ist natürlich ein No-Brainer. Mann, hätte ich es halt nicht verkackt tatsächlich mit dem Schulter-Item, hätte ich jetzt alles auf Epic stand, ne? Aber gut. Also die Handgelenke brauchen wir gar nicht erst angucken, die nehmen wir auf jeden Fall, die hat sogar Set. Aber ich müsste die Woche wieder genug Eroberungspunkte holen können. Genau, das sind jetzt fast nochmal 1000. Da müsste es eigentlich reichen, dass ich mir die Schultern einfach dann über die Punkte holen kann. Hau mal einen Katalysator drauf und gut ist, ne? Und dann sollte es eigentlich laufen. So, dann ist der jetzt bald voll PvP-equipped. Das PvE-Item-Level spielt ja soweit keine Rolle, ne? Mit dem bin ich nur ein bisschen im RBG unterwegs, um dementsprechend so ein bisschen diese Dings zu kriegen. Diese Achievements, wisst ihr? Warte mal, wo haben wir sie? Hier RBG. Da gibt es ja die ganzen RBG-Achievements und dafür gibt es dann dementsprechend die Titel. Ich habe zwar die alle schon, wie ihr hier seht, auf der Allianz-Seite, aber das zählt da nicht, ne? Muss auf der Horn-Seite nochmal farmen, deswegen bin ich mit dem so ein bisschen aktiv. Gut, damit sind wir mit dem kleinen Opening durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ja, dann sehen wir uns gerne nächste Woche wieder und da werden wir dann so die nächsten paar Items hoffentlich rausziehen. Vor allem mit Main brauche ich jetzt noch ein bisschen was. Mit dem Twink-Set-Bonus wäre noch ganz nice, aber soweit ist der jetzt eigentlich schon ganz gut equipped. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.